Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, zu einer neuen kleinen Wanderung von mir. Hier in heimischer Umgebung sozusagen wollen wir mal ein bisschen einen kleinen Rund drehen und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, sobald man mal aufsteht zu Hause und einfach mal losgeht, ist das gleich wieder ein gutes Gefühl irgendwie. Und jetzt hier draußen sein und ein bisschen gehen, eine feine Sache. Kann ich euch nur empfehlen. Hier, wo die Sonne nicht hinkommt, ist sogar noch Eis auf dem kleinen Rinnsal hier. Wir haben heute so 11 Grad und deshalb bin ich erstmal ohne Jacke losgegangen. Die habe ich hinten im Rucksack, den ich euch nachher auch noch zeigen will. Der ist nämlich auch, glaube ich, habe ich euch noch nicht gezeigt zumindest. Ja, weiter geht's. Mit Sicherheit wartet jetzt der eine oder andere von euch schon auf das erste Paddelvideo von mir, das erste Kajakvideo. Es ist allerdings, wie schon gesagt, 11 Grad. Noch ziemlich kalt und da halte ich mich erst einmal zurück, denn wie schon gesagt, das Boot ist ganz neu für mich und für Else natürlich auch und deshalb werden wir erstmal ein bisschen warten, bis es wärmer wird. Später dann können wir vielleicht auch mal im Frühjahr schon mal so eine Fahrt machen, aber ich will mich da langsam rantasten, Freunde, langsam rantasten ist die Devise. Ja, vielleicht habt ihr schon gemerkt, heute geht es mehr ums Filmen und ums Ausprobieren von der Kamera und von den Einstellungen vor allen Dingen, also von den Sachen, die ich aufnehme. Es geht schon wieder bergan, man sieht's, oder? Man sieht's und hört's. Ist nicht besser geworden. Und ja, deshalb bin ich jetzt hier noch ein paar Stunden unterwegs. Mal gucken, wie lange es hell bleibt. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist. Wahrscheinlich so 15:30 und ist einfach toll hier. Ist einfach super. Ihr könnt es mir glauben. Hier ist jetzt der Übergang vom Buchenwald zum Nadelwald. Das ist total schön hier, weil hier auch so eine sonnige Ecke ist. Und oh, tut das gut. Es ist schon ein bisschen schattig geworden jetzt im Wald. Aber jetzt geht es hier ein ganzes Stück durch lichten Fichtenwald. Ja, hier habe ich jetzt einen kleinen See gefunden, total schön, also See. Es ist ein Tümpel, aber das Licht scheint hier so schön drauf. Und ja, ein paar Kilometer haben wir schon. Die Wanderung wird heute wahrscheinlich keine 14 Kilometer werden, weil wenn ich so weiter filme, ist es dann dunkel, komme ich im Dunkeln nach Hause und ich muss auch noch arbeiten. Also lass es uns langsam angehen. Kleiner Tipp, wenn er an so Bundesstraßen lang geht, dann immer auf der linken Seite, weil dann seht ihr, wie die Autos dir entgegenkommen.
Da unten liegt der kleine Ort Glashütte, aber das ist nicht der, wo die Uhren hergestellt werden. Hier scheint wirklich den ganzen Tag keine Sonne hinzukommen, also hier an diesem Hang, denn hier ist immer noch Eis. So richtig dick. Krass. Ein sonnenfreier Fleck hier. Ja, ist auch ein Nordhang. Ja, es gibt zwei gute Nachrichten. Zwei. Heute bin ich mir ziemlich sicher, dass wir keinen Regenschirm brauchen. Und die zweite ist, habe ich vergessen. Ach so, ja, die zweite gute Nachricht ist, dass wir uns keine Sorgen um unser Wasser machen müssen. Ich habe nämlich keins mitgenommen. Ich habe es stehen lassen. aber naja, wird auch so gehen. Hoffe ich. So, ich bin jetzt mal auf so einen Hochsitz hochgegangen, um euch hier mal ein bisschen die Landschaft zu zeigen. Naja, ist einfach ziemlicher Pampa, ne? Aber hier oben sitzen dann die Jäger und gucken nach den Rehen, die wahrscheinlich da irgendwo aus dem Wald kommen. Ja, Freunde, hier hat man die alten Bäume, die schweren Dinger weggefällt und hier entstehen wieder neue in einer kleinen Baumschule. Total schön. Und ich zeige euch jetzt mal meinen Rucksack. So, Freunde, hier in der Baumschule habe ich jetzt Halt gemacht und das ist mein neuer Rucksack. Der, so sieht er aus, könnt ihr ihn sehen. Das ist der Deuter Zugspitze 24. Schöner Rucksack, muss ich sagen. Der hat hier hinten so eine Belüftung. Ja, die funktioniert. Also ich meine mal, ich schwitze nicht ganz so am Rücken wie sonst, aber ich schwitze immer noch. Und hat halt hier ein großes Hauptfach. Oh, da sind Leckerlis drin, eine Mütze. Also hier ein großes Hauptfach. Dann hier noch so ein kleines Fach für Portemonnaie oder sonst was hier in der Kappe. Dann hat er hier die, hier kommt nochmal die Wasserflasche rein, die ich nicht mit habe. Und Moment, ich ziehe das mal wieder zu. Hier ist sogar noch der Notruf drin und alles. Also falls man mal nicht weiß, wie der Notruf geht, dann kann man das da machen. So, mach mal zu. Das wird jetzt nicht so lang wie mein Gummotex-Tutorial, keine Angst. Eine Stunde zählt ja kein Mensch aus. Hier vorne ist noch, ja, sei du mal ruhig, ich weiß, wo ich lang muss. Hier vorne ist noch so ein kleines Fach für Kleinkram. Und was ganz cool ist bei diesem Rucksack, der hat nämlich hier unten in dem Fach, hier unten ist noch ein Fach und da ist tatsächlich die, Moment, so ein Regenschutz drin. Den kann man hier einfach rausziehen und dann kann man den rüberziehen und der ist dann immer dabei. Kann man also nicht vergessen. Hier noch so eine, seht ihr das, so eine Stockhalterung. Ansonsten, ja, guter Tragekomfort und ein kleines Ding für so Tagestouren wie jetzt, genau geeignet. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Nicht zu leicht, zu leicht geht nicht, ne? Zu klein. Also wenn er nur so groß wäre, wäre schlecht. Und jetzt geht's aber weiter. Da geht's lang. Es wird bald dunkel. Freunde, es wird bald dunkel. Jetzt hier nochmal so ein paar Worte. Also, ist auf jeden Fall schön, hier mal wieder zu wandern. Das erste Mal, wie schon gesagt, dieses Jahr. Nicht ganz, aber das erste Mal, dass ich euch mitnehme. Wie schon gesagt, das Boot ist da. Wir können demnächst eine mittelgroße Tour starten. Also erstmal das Ding einweihen sozusagen. Und wandern wird es natürlich auch geben. Vielleicht sogar schon in ein paar Tagen, wenn ich dieses Wochenende was aufgenommen habe. Und ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Let's Play. Transportfieber geht noch ein bisschen weiter. Ich will noch ein bisschen was machen auf der Map. Und wenn es dann in den Sommer geht, wird es mehr hier so solchen Content geben. Und dann zum Herbst wieder Game-Content, dann vielleicht wieder was Neues. Ich hoffe ja Rising World. Ach so, ja, wenn Rising World rauskommen sollte, werde ich das auf jeden Fall auch machen. Also wenn da die erste spielbare Version mit einer generierbaren Map rauskommt, dann kommt auf jeden Fall Rising World. Vorher sehe ich da wenig Sinn drin, ne? Ja, so weit, so gut, ne? Das ist gerade ganz lustig, dieser Waldweg hier scheint völlig neu zu sein. Und deshalb ist mein Navi, ja, das Komoot-Ding, ist hier übelst am Kollabieren. Und denke ich, ich renne mitten durch den Wald. Aber so langsam kriegt sich wieder ein, die Gute.
Und da ist echt krass. Hier hat man voll den Ausblick. Ja, Navi ist immer noch am rum durchdrehen. Ich glaube, hier ist dieser schöne Waldweg jetzt auch zu Ende. Und es geht hier diesen Matschweg runter. Mal schauen. Aber guck mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Hinter den Tannen. Da ist dann... Oh, da ist dann der Harz. Uah. Mal ein bisschen aufpassen, hier wird es jetzt ein bisschen steinig. Ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann. Also, ich bin jetzt da, wo dieser Kreis ist. Ich könnte jetzt hier geradeaus runtergehen, dann würde ich direkt auf den Weg kommen. Ich kann aber auch diesen wunderschönen Weg hier durch die Pampa wählen und komme dann da hinten auf den Weg, also da. Und das werde ich auch machen. Ich glaube, ich gehe hier lang. Ist schöner. Das GPS kann mich mal. Ja, mein schneller Schwenk jetzt. Und da gehen wir jetzt hin. Und wenn ich das so mache, so und so, dann seht ihr mich. Haha, das war jetzt wild, ne? Also, wir sind jetzt hier auf so einer richtig großen Ebene. Hier ist alles kaputt. Hier ist alles Windbruch und Borkenkäfer und was nicht alles. Und wir gehen jetzt in diese Richtung. Und da unten, da ganz hinten seht ihr schon, liegt die Zivilisation. Da liegen die ganzen Orte und so. Da gehen wir jetzt hin und guck mal, der abgestorbene Baum da. Hier sind noch ganz viele von den Aufstellern hier für die neuen Bäume, die hier überall gepflanzt werden. Oh, fliegt ein Flugzeug. Was ihr jetzt nicht sehen konntet. Und hier geht's weiter. So viel zum Thema wilde Kameraschwenks. Und hier liegt Holz rum. Muss das? So, und damit sind wir noch fast schon am Ende dieser Tour. Ich bin nämlich jetzt schon wieder hier in der Feldmarkt unterwegs und gehe auf mein Ziel, mein kleines Örtchen zu. Und ich könnte mal sehen, was man hier für eine geile Aussicht hat von hier oben. Wer sich hier auskennt, weiß, was er da sieht. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so eine kurze Tour vor Arbeitsanfang sozusagen am Abend, also vor der Nachtschicht sozusagen. Mal gucken, wie ich damit klarkomme. Mal gucken, ob mir die Beine abfallen heute Nacht. Aber ich denke mal nicht, Und jetzt am bevorstehenden Wochenende, am Samstag wollen wir nochmal eine Harztour machen. Ob ich euch da mitnehme, kann ich noch nicht genau sagen. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und sage von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Zeron. So, jetzt aber wirklich nochmal letztes Update. Es ist kühl geworden, ich habe mir die Jacke übergezogen und die Mütze auf den Kopf gesetzt. 14,5 Kilometer insgesamt sind wir gegangen und mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,7 km/h. Aber das war nicht so wichtig, das Filmen war mir heute wichtiger und einfach mal wieder rauszukommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei gewesen seid und bis hierhin durchgehalten habt. Und über einen Kommentar freue ich mich sowieso. Daumen hoch ist ja noch so das Sahnetüpfelchen obendrauf. Also, bis zum nächsten Mal. Jetzt aber wirklich, meine lieben, tapferen Freunde.